Caroline und ihre Cousine Molly haben gerade ein cooles Geheimzimmer auf Instagram gesehen. Und jetzt wollen sie ihr eigenes. Mal sehen, wer es besser machen kann. Caroline ist reich, also kann sie sich die besten Baumaterialien leisten. Okay. Aber es wird nicht einfach sein, sie zu heben. Sie wird ihre Cousine um Hilfe bitten. Molly hat noch nie so viel Geld gehabt. Aber sie ist freundlich und hilfsbereit. Und das nutzt ihre Cousine immer aus. Molly tut alles für andere. Caroline überarbeitet sie und bezahlt sie Material. Molly hat Mühe, es alleine zu schaffen. Und Caroline hat nicht vor, ihr zu helfen. Sie muss ihr eigenes Zimmer schön machen. Molly ist enttäuscht von ihr. Die Inneneinrichtung kann wirklich die Stimmung bestimmen. Caroline möchte, dass es reich aussieht. Und Molly muss Carolines Abfälle verwenden. Das Ergebnis ist genauso gut. Caroline ist wütend. Jeder braucht Regale in seinem Zimmer. Caroline lagert hier ihre teuren Accessoires und Diademe. Und sie behandelt Mollys Zimmer immer wie ein Mülleimer. Das ist frustrierend. Mollys Kreativität hilft ihr, Carolines Müll für etwas Gutes zu verwenden. Mit Farbe kann sie eine normale Schachtel in was Tolles verwandeln. Das sieht so schön aus. Wenn man viel Geld hat, kann man sich alle Arten von Beleuchtung leisten. Wie wird Molly ihr Zimmer beleuchten? Nun, es muss ja nicht alles beleuchtet sein, oder? Das ist Mollys Sache. Bald hat sie ihr Zimmer voller cooler Lichter, die sich niemand leisten kann. Nach Mollys kleiner Bastelei muss sie jetzt im Dunkeln duschen. Molly geht in den Keller, um nach den Schätzen zu suchen. Hier gibt's eine Menge guter Sachen. Was hat es mit dem Koffer auf sich? Was hat sie vor? Das werden wir sehen. Da ist noch ein Koffer drin. Der kann nicht für ihr neues Zimmer sein. Es sei denn, sie verwandelt ihn in einen Stuhl. Das ist nicht sehr bequem. Aber Molly ist kreativ. Sie kann alles verwandeln in etwas für ihr Zimmer. Das ist eigentlich ein Kissen. Wahnsinn! Caroline ist neidisch. Also bestellt sie eine Menge süßer, weicher Kissen. Und die arme Molly muss sich mit ihrem alten Plunder zufrieden geben. Sie sieht aus wie eine traurige kleine Maus. Und Caroline ist wie eine Katze, die gleich die Sahne bekommt. Oh, Caroline kann sich einen coolen Schreibtisch leisten. Das ist die Chill-Ecke. Jetzt kann sie sich in ihrem neuen Zimmer Troom Troom Trick Videos ansehen. Molly ist so gelangweilt, dass sie neue Ideen bekommt. Sie benutzt alles, was sie finden kann. Sie hat einen Schreibtisch aus einer Mülltonne gebaut, da sie sich keinen Laptop leisten kann. Beschließt Caroline großzügig zu teilen. Molly hat immer wieder neue Ideen. Sie kann ein Teleskop bauen, aus Toilettenpapier und Pappe. Caroline braucht kein Bastelmaterial. Sie kann einfach neue Sachen kaufen. Sie macht sich über die arme Molly lustig. Vielleicht hat Molly keine reiche Fantasie. Molly muss sich was einfallen lassen, was Caroline nicht kaufen kann. Wenn sie ihr Haus erkundet, kann sie vielleicht was Cooles finden. Sie kann Seile und Wäscheklammern benutzen. Caroline glaubt nicht, dass das funktioniert. Großer Fehler! Sieh dir diese Fotoausstellung an! Caroline ist nicht beeindruckt. Sie hat einen Projektor gekauft, um die Bilder zu zeigen. Mollys Idee ist gealtert wie Milch. Caroline hat so viel Geld, dass sie einen besonderen Ort braucht, um es aufzubewahren. Ein Tresor mit einem komplizierten Code.
Aber sie kann sich den Code nicht merken. Jetzt ist Carolines Geld sogar vor ihr sicher. Lass es da draußen hängen. Mollys Safe ist nur eine alte Kiste. Darin bewahrt sie die größten Schätze auf, ihren einzigen Dollar und den Code für Carolines Safe. In dieser Kiste sind sie sicher. Alles, was für Molly übrig ist, sind leere Dosen. Wenn Caroline das alles isst, wird sie nicht mehr in ihr Zimmer passen. Aber das ist ihr im Moment egal. Sie genießt einfach ihr Abendessen. Molly hat nur einen Keks. Aber den braucht sie. Sie verwandelt ihre gewöhnliche Dose in eine Kerze. Jetzt kann sie einen traurigen Keks essen. Caroline muss ihr Make-up auffrischen. Deshalb hat sie einen speziellen Spiegel für ihr Zimmer. Molly möchte auch so etwas haben. Und sie hat eine Idee. Während Caroline sich die Nase pudert, hat Molly das Tablett gestohlen. Mit Kleber und Dekoration wird das Tablett zu einem coolen Spiegel. Damit sieht Mollys Zimmer besonders süß aus. Aber Molly hat kein Make-up. Dann muss sie eben Grimassen schneiden. Caroline hat alle möglichen Speisen und Getränke im Zimmer. Und sie wäre sogar bereit, mit Molly zu teilen. Aber mit diesem Müll, den sie zurücklässt, hey, das ist gut genug für Molly. Sie kann eine neue Chipspackung als Kühlbox benutzen. Das ist ein neues Getränk. Limonade mit Pilzgeschmack. Jetzt können alle Limonade trinken. Caroline wird Musik hören, um sich aufzuheitern. Jetzt tanzt sogar Molly mit. Caroline ist darüber nicht glücklich. Sie will ihre Musik nicht teilen. Molly hat sich gerade an den geheimnisvollen Koffer erinnert. Was ist denn da drin? Ein alter Plattenspieler. Jetzt hat Molly etwas Musik. Was soll's, wenn es Retro ist? Es ist gut. Carolines Zimmer ist so cool, dass sie es in ein 5-Sterne-Hotel verwandeln will. Molly tut es ihr gleich. Nur, dass ihr Zimmer 3 Sterne hat. Naja, oder 2. Aber sie ist immer noch überzeugt, dass ihr Zimmer besser ist als das von Caroline. Oh, der Kampf sieht schlimm aus. Sag uns in den Kommentaren, wessen Zimmer besser ist. Wenn das Bett zu Ivy gehört, dann gehört ja auch alles darunter. Wahnsinn, so viel Geld. Jetzt kann sich Ivy alles kaufen, was sie will und ihr geheimes Haus bauen. Und das tut sie. Lass uns anfangen mit dem Bauen. Ivy ist so engagiert für die Arbeit. Sie war noch nie so motiviert. Ihr Vater würde sie nicht einmal erkennen. Ivy hat ein ganzes Gebäude gebaut und es mit Tafeln verkleidet. Sie macht eine tolle Arbeit. Leider bekommt das niemand zu sehen. Es ist ja schließlich ein Geheimnis. Was soll noch rein? Oh, ein Teppich. Ein paar Schnipsel und Schnipsel und... Ups, Dad! Ivy kann nicht zulassen, dass er herausfindet, was sie tut. Er scheint den Streit vergessen zu haben, aber jetzt ist er misstrauisch. Dad weiß immer, wenn sie was vorhat. Okay, soll zum Fernsehen. Der Teppich ist toll geworden. Ivy hat in ihr Tagebuch geschrieben, was sie gemacht hat, aber sie hat bemerkt, dass irgendwas fehlt. Ein Regal für ihr Tagebuch. Ivys Nachbar hat keine Ahnung, was sie tut. Obwohl sie in seinem Zimmer gebohrt hat und seinen Kleiderbügel durch einen besseren ersetzt hat, wir können alle ein bisschen Abwechslung gebrauchen. Ivys Regal ist noch besser geworden, als sie dachte. Ivys Zimmer hat eine ungewöhnliche Beleuchtung.
Neonlicht und Lichterketten geben ihr das Gefühl, dass jeder Tag eine Party ist. Aber die Steckdosen konnten all die Lichter nicht aushalten. Das ist nur Huggy Wuggy. Hör auf rumzualbern. Sie sind alle so lustig und weich. Ivys mürrischer Vater hört auch manchmal laute Musik und tanzt, als ob niemand zuschaut. Und mit Wings ist alles besser. Jetzt nervt Papas Musik Ivy und nicht umgekehrt. Und er kann nicht aufhören. Er hat gerade einen perfekt knusprigen Wing fallen lassen. Ivy kann ihn als Kopfkissen oder Lockenwickler nutzen. Ha, gute Nacht. Ivy ist nach dem Mittagsschlaf hungrig geworden. Sie hat eine Idee, wie sie heimlich Essen in ihr neues Zimmer bringen kann. Sie hat ein Liefersystem direkt aus dem Kühlschrank erfunden. Sie wird immer so kreativ, wenn sie faul ist. Drei Würstchenautos fahren, um sie zu füttern. Und sie haben einen Fahrgast mitgebracht. Ivys Vater folgt dem Ruf seines Magens im Schlaf. Er ist aufgewacht und hat keine Ahnung, wie er herkam. Aber Ivy hat ihr Essen bekommen, also fühlt sie sich ziemlich gut. Wahnsinn! Diese coolen Poster passen wirklich zur Stimmung hier. Inzwischen hat Dad rausgefunden, woher Ivy sie hat. Ivys Dad ist von der Arbeit nach Hause gekommen und kann auf der Couch fernsehen. Seine Socken brauchen Hilfe. Eine weitere Reise werden sie nicht überleben. Sie haben sogar Ivy geweckt. Diese Socke kann eine Decke sein und das Loch ist perfekt für Ivys Fuß, sodass sie nicht überhitzen wird. Ivy hat viel zu tun. Ihr Zimmer braucht ein Fenster. Sie benutzt Hammer und Meißel, um eins zu bauen. Und jetzt kann sie die Stadt sehen. Ivy wird kalt. Es hat ihr direkt auf den Kopf geschneit. Sie wird das Fenster wieder schließen müssen. Dieser Raum ist eine Gefriertruhe. Ein schönes Gemälde wird den Fehler überdecken, als ob es nie da wäre. Ivy langweilt sich wieder, aber das kann sie ändern. Wozu ist dieser Spiegel da? Wow, sie sieht fern. Das ist nicht nach Plan gelaufen. Es ist ruiniert. Dads Traum ist wahr geworden. Er wurde eingeladen, an der Trum-Trum-Show teilzunehmen. Er wehrt sich gegen die Moderatorin. In der Zwischenzeit schafft es Ivy zum Fernsehgerät und stiehlt den Vorhang. Eine Wendung und wir sind live. Jetzt hat der Moderator keine Hose mehr. Und deshalb braucht Ivy den Vorhang. Das ist eine Untersuchung über illegale Immobilien. Kein Kommentar. Ivys Dad liest gerade in der Late-Night-Show über den Skandal. Woher kommt die Musik? Ist da eine Party im Haus? Wow, Termiten in Ivys Bett. Dieses furchtbare Geräusch. Aha, es muss hier sein. Die Termiten haben Leute eingeladen. Ha? Dad kann sie nicht alle zählen. Kannst du ihm helfen? Wie viele Leute hast du gezählt? Schreib's in die Kommentare. Eiweißshakes sind lecker und nahrhaft. Ivy ist besorgt, dass ihre Blume nicht wächst. Was braucht sie? Vielleicht Protein? Schlechte Idee. Aber mal sehen, ob's klappt. Ivy mag es nicht, wenn man sie kitzelt. Die Ranken bedecken Ivy und das ganze Zimmer. Sie wird verschluckt. Ihr Vater kommt, als er sie schreien hört. Hilfe kommt! Er hat das schon in Kambodscha geregelt. Sie sind jetzt frei und in Sicherheit. Kaum hat sich Ivy entspannt, wird sie von einem Klopfgeräusch gestört. Ihr Nachbar spielt Tischtennis.
Er hat keine Freunde. Es fühlt sich an, als ob Ivys Haus einstürzen würde. Was ist da los? Ups, jetzt macht es Sinn. Dads Kochkünste sind immer ein wenig zu kreativ. Die Wohnung füllt sich mit stinkendem Rauch. Er hat es jetzt sogar in Ivys Geheimzimmer geschafft. Magst du Jazz? Jemand hat Ivys Dad gestört, während er in der Zone war. Es ist seine Stromrechnung. Wie viel? All diese Nullen lassen Dads Augen auch zu Nullen werden. Er flippt aus. Wo ist der Umschlag mit dem Geld, den er unter Ivys Bett versteckt hat? Oh, Ivy versteckt sich in der Ecke. Hier ist der Umschlag. Aber er ist leer. Jetzt müssen sie und ihr Dad sich dieses winzige Geheimzimmer teilen. Like und abonniere uns, wenn ihr mehr von den Videos sehen wollt. Was würdet ihr ins Geheimzimmer stellen? Schreibt's in die Kommentare. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Troom Troom Trick.